Liebe Oederanerinnen, liebe Oederaner, heute ist der 14. Mai und ich möchte Sie wieder mal auf den aktuellen Stand bringen. Sie wissen, es gab in der Zwischenzeit einige Änderungen, über die ich heute gern mit Ihnen sprechen möchte. Zunächst das Schöne, wir haben seit dem 28.04. keinen neuen Corona-Fall in unserer Stadt. Wenn man davon ausgeht, es ist ja nun über 14 Tage her, dass die meisten davon auch wieder gesund sein sollten, dann sind wir, ich will nicht sagen Corona-frei, aber mindestens Corona-arm. Worüber ich Ihnen heute berichten möchte, das sind die Änderungen insbesondere im Schulbereich, die es ab dem 18. Mai geben wird. Es sind da umfangreiche Hygienedinge zu beachten. Dazu haben wir Ihnen Post geschickt, insbesondere an die Erziehungsberechtigten von den Klassenstufen 1 bis 3. Und das will ich Ihnen heute ein wenig näher bringen. Bevor ich zu diesem Thema ins Detail komme, will ich aber allgemein feststellen, dass wir in der Stadt eigentlich diese Hygienedinge bis dato gut im Griff haben. Es gibt nur sehr wenige Verstöße. Da war das Ordnungsamt mitunter vor Ort und hat den ein oder anderen Hinweis gegeben, der dann auch berücksichtigt worden ist, sodass wir also nicht ohne Grund auch diesen guten Stand in Oederan haben. Ja, was jetzt die Schule betrifft, der 18., sprich nächste Woche Montag, ist derjenige Tag, wo auch die Klassen 1 bis 3 wieder in die Schule gehen können. Die Vierer sind ja in gewisser Weise schon da und auch im Oberschulbereich sind insbesondere die Abschlussklassen mittlerweile in der Schule. Das, was da neu zu besprechen ist, das ist natürlich die Frage, in welcher Form man die Hygienebestimmungen, die es dann gibt, beherzigen und berücksichtigen kann. Wir haben uns dazu einiges überlegen müssen und das ist Ihnen zum einen schriftlich mitgeteilt worden. Ich will Ihnen aber trotzdem jetzt im Detail dazu etwas verraten. Wir werden all die Klassen von 1 bis 3 in denjenigen Klassenstufen so belassen, wie Sie es jetzt kennen, sprich die Kinder werden ihre Mitschülerinnen und Mitschüler so behalten. Es wird also keine neue Mischung in irgendeiner Form geben. Der Unterschied zu früher, was sozusagen dieser neue Regelbetrieb jetzt ist, ist in dieser Form, dass eben die Klasse fest zusammenbleibt, sie nur einen Lehrer über den ganzen Tag hat und im Nachmittagsbereich dann auch von einer entsprechenden Hortnerin betreut wird. Das heißt also, dass Kontakte zwischen den Klassen minimiert werden, dass die Kontakte zwischen den Schülern minimiert werden und das über einen längeren Zeitraum, der heute noch nicht absehbar ist. Das bedarf dazu einiger organisatorischer Änderungen, zu denen ich jetzt sprechen möchte. Die festen Klassen, die ich angesprochen habe, die werden natürlich über den Tag insgesamt nicht nur zusammenbleiben, sondern es wird auch erforderlich sein, dass man andere Zeiten, wie sie es bis dato gewohnt waren, zur Betreuung zur Verfügung stellen muss. Neu ab dem Montag wird also nur noch eine Betreuungszeit von 6.30 Uhr bis 15.30 Uhr für alle gleich sein. Sie dürfen weniger Zeit in Anspruch nehmen, aber es wird nicht möglich sein, die Zeiten individuell entsprechend zu verlängern, insbesondere außerhalb der vorgenannten Zeit. Was weiterhin wichtig ist, die eine oder andere Klasse bzw. die Schülerinnen und Schüler sind es gewohnt, im Zusammenhang mit dem Mittagstisch Essen zu bekommen, was gegebenenfalls in Kübeln angeliefert worden ist und was dann verteilt wurde auf entsprechend einzelnen Tellern. Das wird in diesem neuen Regelbetrieb nicht möglich sein. Wir werden also für alle Schülerinnen und Schüler ein Assiettenessen bestellen müssen, weil nur das unter den Hygieneaspekten umsetzbar ist. Das ist bereits organisiert und auch hier werden Sie vom Lieferanten Elli Spirelli ganz konkret entsprechende Pläne bekommen, wo ich Sie herzlich bitte, sich dort entsprechend einzutragen und zu entscheiden. Was auch neu sein wird, das ist der Wunsch unsererseits, dass Sie sich für entsprechende Betreuungszeiten im Vorfeld entscheiden und diese in der jeweiligen Kindertagesstätte entsprechend eintragen. Wir werden von Ihnen zukünftig auch täglich, das will ich betonen,
erwarten, dass Sie uns durch Ihre Unterschrift bestätigen, dass Ihre Kinder keine Anzeichen von Corona haben und in diesem Hausstand jeweils das Gleiche auch so ist. Also sprich, wenn Geschwister da sind, Familienangehörige, die Anzeichen haben, die auf Corona hindeuten könnten, dann wollen wir das wissen, weil unter diesen Umständen natürlich Ihr Kind nicht betreut werden kann. Das werden Sie sicherlich verstehen. Ich will in diesem Zusammenhang Ihnen deutlich nochmal machen, wie wichtig das für uns ist und auch, dass die Erzieherinnen und Erzieher die Möglichkeit haben, wenn sie einen Verdacht auf eine Erkrankung haben, ihre Kinder nicht zu betreuen. Sprich, die nehmen sie früh nicht an und sie müssen sich dann an dem Tag, wo so ein Fall auftreten sollte, selber organisieren. Also nehmen Sie das bitte ernst und bestätigen Sie uns durch Ihre Unterschrift, dass Sie das so mittragen und auch verstanden haben und garantieren, dass Ihr Kind sozusagen nicht erkrankt ist. Ein Wort zur Abrechnung der Betreuungszeiten. Wir haben ja in den letzten Monaten keine konkrete Abrechnung bei Ihnen vorgenommen, sprich wir haben die Elternbeiträge nicht abgebucht. Dies wird auch im nächsten Monat so sein. Wir werden im Nachhinein entsprechend unseren Mitteilungen, die Sie auch schriftlich mittlerweile erhalten haben sollten, eine Abrechnung entsprechend Ihrer Nutzung vornehmen. Das wird also im Nachhinein erfolgen und nicht aktuell. Das gilt auch insbesondere für die, die das vielleicht überweisen, also sprich, wo es keine Einzugsermächtigung gibt. Die wird im Moment nicht nötig sein, die Überweisung. Sie bekommen dann, wenn es soweit ist, eine entsprechende Abrechnung und die bitten wir dann entsprechend zu bezahlen. Nur so viel zur Information. Ja, das ist etwas, was den, ich sage jetzt mal, Grundschulbereich betrifft. Den Oberschulbereich habe ich bis dato nicht angesprochen. Aber auch hier gibt es Änderungen. Ab dem 18. dürfen hier auch die anderen Klassen sich in der Schule wieder einfinden. Das Problem nur hier in diesem konkreten Fall ist folgendes. Es sind Prüfungszeiten. Prüfungszeiten haben auch besondere Ansprüche und Regelungen. Und das bedeutet, dass nicht jede Klasse gleich nächste Woche Montag wieder in die Schule gehen kann. Ich würde Sie herzlich bitten, schauen Sie auf der Internetseite der Oberschule nach, welche konkreten Klassen am Montag wieder in die Schule gehen sollen. Da steht auch geschrieben, welche Klassen zu Hause bleiben und entsprechende Aufgaben dort erledigen. Im Oberschulbereich ist es so, dass die Klassen geteilt werden. Und dass da natürlich auch ein erhöhter Bedarf an Platz notwendig wird, was zur Folge hat, dass einfach aus Kapazitätsgründen gar nicht alle Kinder zur gleichen Zeit in der Schule sein können. Also hier ganz wichtig, lesen Sie bitte unter www.oberschule-oederan.de nach, welche Klassen kommen sollen. Ja, Sie haben also gehört, auch in der Oberschule gibt es neue Vorschriften und Regelungen und ich bitte Sie herzlich, diese auch dort entsprechend zu berücksichtigen. Neben den Schulen werden ab nächster Woche natürlich auch Gaststätten wieder öffnen können. Wir haben die Chance, auch wieder mal ein Fitnessstudio besuchen zu dürfen. Also es geht eine ganze Menge Richtung Normalität. Aber all diese Normalität wird in den nächsten Monaten nur unter entsprechenden Hygienebeachtungen möglich sein. Ich bitte Sie unter diesem Aspekt, nutzen Sie diese neuen Möglichkeiten, in Anführungszeichen, neuen alten Möglichkeiten. Respektieren Sie auch die ein oder andere Anweisung, die vielleicht der Gastronom oder der Inhaber eines Fitnessstudios hat, weil es einfach notwendig ist, die Fallzahlen so gering, wie sie jetzt sind, zu halten. Sollte das nicht möglich sein, dann haben wir einfach die Sorge, dass man wieder in alte Gewohnheiten zurückkommt und möglicherweise wieder Verschärfungen vornehmen muss, was wir alle nicht wollen. Also unter diesem Aspekt genießen Sie und nutzen Sie unsere neuen, alten Möglichkeiten und bleiben Sie gesund.